Leute, was geht ab? Am Start und herzlich willkommen zu der wohl krassesten Aufnahme überhaupt hier von der YouTuber-Insel, Freunde. Ihr seht am Titel. Heute ist es soweit. Der Tag der Tage ist gekommen. Wir werden jetzt gleich die Himmelskrieger fighten. Das Ding ist, wir haben extra gewartet, bis es jetzt abends ist, weil dann sind die auf jeden Fall online und wir wollen die heute unbedingt auseinandernehmen, Freunde. Ihr seht schon, Army ist auch am Start. Banks ist online und Susan online. Das ist alles abgesprochen. Wir werden jetzt einfach loslegen, Junge. Ganz wichtig, aber bevor das Video startet, lasst ihr mal einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde. Ganz, ganz wichtig, lasst alle einen Daumen nach oben da. Schaffen wir fürs heutige Video 20.000 Likes. Das wäre Endlevel krass. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, es geht los, Junge. Es geht einfach los. Wir werden die auseinandernehmen. Ich habe sogar PvP trainiert, damit wir heute rasieren. Yo! Was geht, was geht? Heute ist der Tag der Tage. Der Tag der Tage. Wir nehmen die auseinander, Junge. Ich sag dir ehrlich, es wurde auch mal Zeit, ne? Also, was die mit uns angestellt haben, das ist so weit. Das Ding ist, wir haben ja in der letzten Folge schon gesprengt. Es kann natürlich jetzt sein, dass die heute, weil das jetzt erst ein paar Stunden her, kann sein, dass die jetzt gleich schon noch hier hinkommen, ne? Ja, wir müssen mal schauen, wir müssen mal schauen. Aber egal, ey, Bro, es ist jetzt scheißegal. Wir sind zu viert. Uns kann nichts passieren, Junge. Uns kann nichts mehr passieren. Mal sagen, sollen wir die erste Person abholen? Ich habe noch nicht gesagt, wer es ist. Ja, ach so, hast du deinen Zuschauer noch nicht gesagt? Nee, okay, ich habe meine Zuschauer. Wissen, wissen die ja. Bro, sollen wir ganz kurz, bevor wir das machen, in den Bunker uns nochmal voll in den Bunker. Ja, ich habe noch voll viel Beton. Warte, ich bringe das mal ganz kurz weg. So, Freunde, okay, wir legen mal ganz kurz hier noch alles rein. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen mein Haus repariert. Okay, alles, was wir nicht brauchen, kann jetzt weg. Pfeil müssen wir mitnehmen. Raketen brauchen wir gleich auch eine ganze Menge. Und Tränke, wir müssen unbedingt mehr Tränke holen. Ja, okay, ich habe alles reingelegt, dann lass schnell rüberfliegen. Sehr gut, ja. Wir machen jetzt hier schon am besten Stopp. Ja, okay. Let's go. Wir gehen rüber, Leute. Ah, Junge, es wird zu krass, bis gleich. Oh mein Gott, Freunde. Ich sage euch ehrlich, ich bin so aufgeregt. Digi. Es wird so krass heute. Bro. Ja, Junge, ich weiß nicht warum. Ich bin voll aufgeregt. Als wäre das gerade The Walls-Finale oder so. Wir werden heute dick fighten. Ich hab den Stack Goldäpfel noch rausgeholt. Ja, lass noch ein paar Totems mit holen für die Jungs, oder? Ja. Oder wir schreiben Banks, ob er die holt. Ah, nee, hol einfach. Egal, wir holen einfach. Die helfen uns, wir schenken denen das, wenn. Ich muss ganz kurz noch in die Creeper Farm, Bro, meine Rüstung fixen. Hol dir genug Raketen mit. Denk dran, wir müssen hinfliegen. Wobei, nee, zurückfliegen, die haben da Raketen. Dann lass die nehmen. Ja, dann reicht's eigentlich. Ich nehme 4 Stacks mit, Bro. Damit sollte ich den Weg schaffen. Okay, wichtig, Lava-Eimer. Lava-Eimer und... Haben wir noch Corp-Webs? Nee, die sind weg. Oh, zum Fighten werden die stark. Okay, ey, TNT, sollen wir noch mehr sprengen? Mir haben alle Zuschauer in die Kommentare geschrieben, dass wir alles sprengen sollen. Ja, klar, wenn wir da alles sprengen. Junge, du! Das ist ein Hund, Digga. Das ist der größte Hund der Welt. Junge, mach doch nicht den. Ja, okay, dann... Beeil dich mal, ich will die kämpfen! Ja, chill mal! Junge, Bro! Entspann dich mal. Nimm mal verzauberte Goldäpfel. Hier, ich schenk dir mal einen. Wenn du den nimmst, sind wir eh erstmal unsterblich. Digga, mein Inventar ist voll. Ich mach ein paar Raketen. Wir müssen den mitnehmen, Bro. Der ist sehr stark. Okay, warte, ich habe noch Pfeile, die können weg. Das kann weg. Das kann weg. Wobei, nee, 4 Stacks ist schon besser. Ich glaube. Das wird heute der größte Fight der YouTuber-Insel ever, oder? Bro, das wird der krasseste Fight. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Wir wissen ja nicht, wie viele von denen da sind, ne? Ich hoffe mal nicht zu viele, aber es ist ja extra abends, damit wir ein paar von denen treffen. Ja, wir müssen ja ein paar von denen treffen. Wir müssen ja einmal dem wirklich zeigen, dass sie eigentlich keine Chance gegen uns haben. Und dass sie uns in Ruhe lassen sollen. Okay, ey, ganz kurz nochmal Checkliste. Ich habe Wurftrag, also Schnelligkeit, Regeneration. Entschuldigung. Junge! Entschuldigung. Oh, sorry. Okay, sorry. Okay. Nein, verzauberte Goldapfel! Hast du gegessen? Ja! Bro! Spaß. Ey! Ich dachte gerade, weißt du, wie lange ich die gefarmt habe? Junge, ich würde es dir zutrauen, ich sag's dir ehrlich. Junge, jetzt mach mal auf Ernst gerade bitte. Okay. Lava-Eimer, Regeneration, Stärke, Schnelligkeit, Bogen, alles. Axt. Totems und Schild. Wichtig, ja. Schild, Bro. Schild. Nein, ich brauch kein Schild. Ich hab Totem in der Hand. Ja, Bro, Schild ist wichtiger. Du musst blocken und so. Ich muss nicht blocken. Ich hau die eh alle weg. Ah, okay. Sorry, Digga. Auf einmal abgehoben, der Junge. Ich bin immer ohne Schild. So, ich hol noch einen zweiten Totem mit. Einfach zur Sicherheit. Harnisch hast du auch dabei, ne? Harnisch hab ich auch dabei. Immer in der Hand. Okay, und ich hol ein bisschen Obsidian mit. Ein Stack, damit wir das Portal einbauen oder sowas, oder? Stimmt. Ich habe nämlich Angst, dass die springen. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, das komplette Equipment ist somit vorbereitet. Wir haben alles für einen Fight. Und sollen wir Dings? Warte, sollen wir schreiben? Ja, schreib der ersten Person. Ich glaube, da weiß ich nicht. Warte, warte. Weiß noch keiner, wer es ist. Ich schreibe jetzt erstmal, warte. Jungs, der Tag ist gekommen. Ey, Bro, ja. Lass der ersten Person. Komm, ich sag noch nicht mal, wer es war für deine Zuschauer. Aber ihr werdet es gleich sehen. Let's go. Let's go. Okay, Freunde, wir sind wieder aus dem Bunker raus und sind jetzt gleich bei Banks. Oh mein Gott, es wird ohne Witz, das wird der krasseste Fight, den wir jemals hatten. Banks an unserer Seite, Sue an unserer Seite. Ich glaube, dann sind wir die wirklich stärksten der kompletten YouTuber-Insel. Und wir werden die Himmelskrieger komplett auseinandernehmen. Junge, es wird so episch. Oh mein Gott, Alter, ich habe da so Bock drauf. Amir, hallo. Junge, wo fliegt der lang?
Hallo, du fliegst übel falsch. Och, hier ist der Krümmelküste. Ja, aber du bist gerade vorbeigeflogen. Schade. OG auf der YouTube-Insel, aber kennt den Weg nicht. Ja, ja. So, Freunde. Da ist dein Haus. Hallo, hallo. Oh. Was geht? Hey, ihr Vive, großer Tag. Mein Geburtstag. Sollte mein Geburtstag. Ich geschenke. Ja, Mann. Und zwar Goldäpfel. Nämlich? Yeah. Nein, Spaß, aber du hast alles soweit ready, oder? Hast du Tränke oder soll ich dir noch welche geben? Ich hab gar nichts, ey. Also, ich hab schon Sachen. Also, Tränke bräuchte ich. Genau, Goldäpfel habt ihr mir schon. Ja, hau mal rein. Tränke einmal jeder Trank einmal. Ja, dann bin ich jetzt ready. Okay. Ich hab einen verzauberten Goldapfel noch dabei. Ah, ich glaube, der ist eigentlich zu hart. Egal, ich baller mir gleich rein. Also, ganz wichtig, ne? Hol Elytra mit. Wir müssen dahin fliegen. Das ist echt ein sehr weiter Weg und viele Raketen. Ja. Okay, und wir gehen jetzt zum Portal, oder wie? Ja, ich zeig dir jetzt, wo du sitzt. Das ist aber 20.000 Blöcke weit weg. Also, wir müssen übelst weit fliegen. Deswegen hol echt mal so 2, 3, 6 Raketen mit. Oder nee, was laber ich da? 3, 4, ja. Boah. 3er Raketen, ja. Ja, guck mal. Boah, ey, Bro. Ich hab 1er Raketen gerade. Ja, hier ist gerade. Ich hab noch hier. Ich hab verkackt. Kann ich mir ein paar leihen? Das reicht gerade so für mich, glaube ich. Ich kann dir eine geben. Warte, vielleicht habe ich hier noch. Warte. Oh ja, ich habe 3 Stacks Schwarzpulver noch. Ja, hab ich unendlich viel. Also, ja, egal. Hol einfach mit. Das passt. Aber wir kriegen das schon hin. Ja. Aua! Nein, sag nicht. Aua! Aua! Junge, Amir! Ich hab doch nur eine Enderperle geschmissen! Junge Amir! Du hast dein halbes Haus zerlegt, Digga! Da bin ich erst hier reingeflogen. Also. Nein! Ich hab mir überlegt, ob ich es euch sage, dass hier Glas fehlt, aber ich dachte, nee, da wird schon keiner reinlaufen, aber da natürlich genau hier rein. Junge, wie los. Ich hab einen neuen Ausgang gefunden, Jungs. Ach so, ja, cool. Oh Mann, ja, ich repariere dir das. War ein Unfall. Ich repariere dir das. Mann, ich hab's nicht mal angeguckt, das wäre schon anders lustig. Amir, bist du wirklich bereit heute für den großen Kampf? Ja! Ich frag mich auch gerade. Also. Ich bring die alle zum Explodieren, ist gar kein Problem. Okay. Aber, Jungs, einer fehlt noch. Sollen wir gerade noch zusammen zu Sue? Ja, let's go. Let's go. Er ist online, warte, ich schreib ihm. Okay, let's go. Weißt du, wo lang Banks? Ansonsten fliegen uns einfach hinterher. Ja, ich fliege. Okay, let's go. Ich schreibe mir sowas von bereit. Digga, let's go, Junge. Ich hab so Bock. Niemand wird diese YouTube-Insel zerstören. Oh mein Gott. Freunde, ich sag euch ehrlich, gerade in so Situationen, da sieht man, wer die wahren Freunde sind und wer zusammenhält. Und Hugh ist einfach direkt am Start, auch wenn er gar nichts damit zu tun hat. Hugh wurde ja nicht mal angegriffen von den Himmelskriegern. Er ist trotzdem dabei, uns zu unterstützen. Einfach ein Macher, Junge. Einfach ein Macher. Okay, ich muss ganz wichtig, bevor wir losfliegen, gleich noch 3er Raketen holen. Weil mit 1er Raketen, Bro, wie lost war das denn? Komme ich überhaupt nicht weit. Aber zu Siu reicht es jetzt erstmal. Da fliegen wir jetzt auch gerade auf entspannt hin. Ich bin so gespannt. Ich werde so probieren, Crit zu schlagen die ganze Zeit, Junge. Ich will die so wegbashen gleich. Alleine, dass die bei mir das Feld und sowas noch sprengen. Hab euch verloren. Junge Banks! Hallo. Hallo. Hallo? Ich bin angekommen. Ich bin auch da, aber Stu ist nicht da. Noch vielleicht hinten. Warte, okay, lass mal durchgehen. Oh, da hinten ist irgendwas. Da brennt irgendwas, da vielleicht hast du irgendeinen Himmelskrieger. Warte. Hallo? Da seid ihr endlich. Was geht? Oh, Digga. Da seid ihr endlich. Ihr habt euch schon ein bisschen Zeit gelassen. Was machst du hier? Ich bin am Trainieren. Oha, Junge. Ich muss mich doch vorbereiten. Ich muss der stärkste Bogenschütze aller Zeiten werden. Hey. Sehr gut, ja, wir müssen zusammen. Wir müssen genau überlegen, wie wir fighten, Jungs. Tio, warte. In den Kampf reingehen. Jutti, hier erstmal. 2 Dings davon. Hier 31 Goldäpfel. Ich habe noch richtig viele Goldäpfel vom letzten Mal, die du mir gegeben hattest. Bro. Warte, hier der Trank, Trank und der Trank. Wurftrank, alles. Krass. Jungs, seid ihr bereit, die ein für alle Mal fertig zu machen? Ja, Mann, ja, warte, ich schreibe gerade mal Banks. Wir haben den verloren. Bro, es wird heute der krasseste Kampf überhaupt, ne? Es wird so heftig, ich sag dir ehrlich. Oh mein Gott. Wir müssen wirklich geplant voranschreiten, weil wenn wir es schaffen sollten, diesen Portal von uns zuzumachen, dass wir nicht mehr rüberkommen, dann wird es ganz gefährlich. Und ja, guck mal, was ich mitgenommen habe. Ganz viel Obsidian. Oh, ich baue das Portal ein, dass sie es nicht direkt sprengen können.
Und ganz, ganz, ganz wichtig, wo wir echt drauf achten müssen, dass bei spätestens, wenn wir nur noch 6 Herzen haben, immer gegäbt wird. Auf jeden Fall. Und ich habe sogar noch einen verzauberten Goldapfel, den ich auch mitnehme. Ja, ich habe meinen auch mitgenommen. Wir haben auch einen mitgenommen. Wichtig. Ich habe vom Banks jetzt das halbe Haus dabei. Bro, Junge, es ist so dumm. Es tut mir leid. Es tut mir doch leid. Ach, lange Geschichte, Mann. Ja, er weift mal wieder voll sauer. Ja, da kommt er. Da ist er doch. Warte, ich... Hier links. Banks? Alter, ich hab mich so krass verflogen. Ich war bei Amirs Raid fahren, glaube ich, zwischenzeitlich. Junge, ich war 3000 Blöcke. Ich hatte schon mal warm gestern hier. Ja, ich hatte Orientierung. Ey, Banks, ganz kurz. Also hier liegt noch ein Teil von deinem Haus. So, wenn du das noch haben willst, dann... Oh, das ist der Team Diamant bei einer Amir, ey. Hallo? Wer hat denn das Loch da gebaut mit Glas und Lava? Man sieht doch das Glas gar nicht. Ja, ich hab's nicht gebaut. Das, ja, ich war das aus Versehen, aber kann ja mal passieren, oder? Ja, ich verzeih dir. Ich verzeih dir. So gut, das passiert. Ich auch schon. Warte mal, wirfst du Totems weg? Nee, also, ja, nee. Was? Ich hab hier, hat wer eine Schalker-Kiste? Ich kann das gar nicht mitnehmen. Also. Nee, ich hab grad keine. Okay, okay. SU, hast du noch 3 Raketen zufällig? Sonst muss ich noch welche machen. Noch 3 Raketen. Nee, nee, alles gut, ich hab ein paar. Ja, okay, dann nimm die einfach mit, das reicht. Nee, alles gut, nimm die erstmal mit. Oder ich hole ein Stack. Nimm dir ein Stack dann schon mal. Ich bräuchte mal einen Pfeil. Ich habe leider nur einen einzigen dabei. Ihr wisst, wir werden gleich den heftigsten Krieg aller Zeiten haben. Warum seid ihr so unvorbereitet? Bro, ich hab auch alles. Ich war vorbereitet, bis Amir mein Haus gesprengt hat. Oh, natürlich ist das dann ein ganz anderes Problem. Gut. Ich habe nichts zu tun. Jungs, Kordonance jetzt hier. Schön, okay, komm, wir müssen jetzt echt uns mal kurz zusammenreißen. Also, ihr beide, oder doch, Sue war ja schon mal da. Warst du auch schon mal da jetzt, Banks? Nee, ich war noch gar nicht. Nee, nee. Okay, der Weg, also wir fliegen jetzt einmal zu den Himmelsinseln. Und von diesem Schwert, was wir haben, da müsst ihr ganz oben, oder brauchen wir eigentlich gar nicht landen. Wir wissen den Weg grob, oder, Amir? Ja. 20.000 Blöcke nördlich. Ja, genau, wir fliegen jetzt einfach diese Blöcke da entlang. Ganz, ganz wichtig, bevor wir ankommen, müssen wir das Portal irgendwie absichern. Wenn die das Portal einmal zubauen, ist vorbei. Dann kommen wir nie wieder raus. Das heißt, wir bauen es mit Obsidian zu. Ja. Ich hab ein Stack dabei. Wichtiger als das Außenportal ist das Innenportal. Weil wenn das Innenportal steht und wir rausgehen, dann spawnt das halt draußen nochmal neu. Also ist eigentlich egal. Genau. Aber das Innenportal ist ganz wichtig. Aber ich glaube eh, die campen das vielleicht ab. Weil letztes Mal waren die sogar auf unserer Seite. Also auf der YouTuber-Insel-Seite haben die auch das Portal abgecampt. Da müssen wir direkt vorsichtig sein. Kurz bevor wir da sind, können wir aber nochmal gucken. Ja, kriegen wir hin. Sagen. Okay. Aber ey, wie wollen wir vorgehen, Amir? Oder generell, also wollen wir Wir haben zwei Optionen. Wenn die da sind, dann müssen wir kämpfen. Wenn die nicht da sind, können wir ein bisschen was sprengen. Ja. Aber wenn die so krass Überzahl ist, wäre ich vielleicht gar nicht so, dass wir die ein bisschen aufsplitten. Ja. Guck mal, zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Amir anwesend war, wir haben nicht herausgefunden, wie viele das insgesamt sind. Weißt du, wie viele Leute das sind? Bro, das sind, also wo wir das erste Mal da waren, waren da safe 10 Leute oder so. Und beim zweiten Mal waren nochmal gefühlt 5 oder 6, aber komplett andere Leute. Also es sind richtig viele. Würdest du sagen, dass sie wirklich auch gut sind und vor allem PvP-Skills beherrschen? Boah, wir haben halt nie richtig gekämpft, ne? Also, wobei, wir hatten so einmal ein bisschen Schlagabtausch. Zeit. Ja, ich hatte eine kurze Zeit mit denen gekämpft. Haben also die so Waffen wie wir oder haben die so Himmelswaffen? Die haben auch Himmelswaffen, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich glaube, unsere Sachen sind stärker. Ich habe ein Schwert bei denen mal gefarmt in so einem komischen Tempel. Das hatte irgendwie 6 Angriffsschaden, Bro, meins hat 11. Aber also ich habe auch ein Schwert gefarmt, wenn du so mit einem schlägst, dann kommt irgendwann ein Blitz noch auf den drauf. Wenn ihr möchtet, würde ich so vielleicht den Lockvogel spielen, damit ihr in Ruhe nochmal dann TNT platzieren könnt. Boah. Ich würde dann einige rüberlocken. Die kennen euch zwei gar nicht. Die sind aber nicht blöd. Aber ich wette, wenn Sue vorbeifliegt, du musst ja nicht mal mit denen reden, du fliegst einfach nur vorbei, wenn die dich sehen, werden dich alle verfolgen. Und dann würde ich sagen, können wir drei auf die anderen gehen und erstmal angreifen. Dann kommst du zurück und dann klatschen wir alle zusammen die dich auch noch verfolgt haben. Okay, das hört sich nach einem guten Plan an. Das ist eine sehr gute Idee. Leute rausnehmen. Ja. Ich probiere aber am Anfang ins Schloss rein zu rushen, weil das ist eigentlich gar nicht so groß. Und ich gucke mal, ob da Betten sind, dass wir die Betten abbauen, dass die nicht da respawnen. Ja, klug, ja, stimmt. Das wäre, glaube ich, schlau. Okay, dann würde ich sagen. Ja, lass gerade zu den Himmelsinseln fliegen. Ja, lass uns das mal rüberfliegen. Boah, Junge, das wird krass. Okay, Jungs, krass. Bro, zusammen schaffen wir das. Ja, ich schaff's. Wir schaffen das. Ja! Safe. Abfahrt. Okay, let's go. Go. Oh, Freunde, es geht los, Junge, es geht los. Wir fliegen jetzt in der Vierer-Gang zusammen zu unseren Himmelsinseln. Und dann gehen wir zusammen auf die Reise. Und, ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber ich habe alles am Start. Ein Stack Goldäpfel, so viel werde ich eh niemals verwenden. Ich weiß noch, in irgendeinem Fight habe ich mal 30 Stück oder so gegessen. Und der Fight war gefühlt 2 Stunden. Also, es kann eigentlich nichts passieren. Aber ja, Freunde, boah, es ist so krass. Oh, mein Gott. Warte, ich muss schnell noch meine Rüstung
Oh, Bro, ich muss noch in die Creeper Farm. Ich muss ganz kurz in die Creeper Farm, meine Rüstung. Warte gerade eine Minute. Ey, Bro, warum mach ich das nicht vorher? Jetzt warten da alle, wollen losfliegen. Aber das Gute ist, Freunde, meine Creeper Farm ist direkt um die Ecke. Aber es ist wichtig, weil am Ende ist Elytra kaputt oder so. Ich kann es nicht riskieren. Wir haben zwar noch eine Elytra in unserer Ender-Chest, aber ihr wisst es selber, Freunde. Sicher, sicher. Okay, irgendwer hat bezahlt. Ja, da ist jetzt erstmal drin. Was steht hier noch? Eigentum von den Himmelskriegern. Ja. Okay, das geht jetzt echt schnell. Junge, meine Hände schwitzen jetzt schon. Ich habe noch nicht mal angefangen zu fighten. Und nicht wundern, by the way, ich bin übel braun geworden, weil draußen jetzt seit 5 Tagen gefühlt 30 Grad sind. Aber ich denke mal, ihr kriegt es ja selber alle mit. Okay, Rüstung ist schon mal wieder heile. Jetzt noch schnell die Elytra. Und dann ist fertig. So, okay, alles wieder geheilt. Warte, wir machen schnell den Harnisch auch noch heil. Ey, sicher, sicher, aber ich darf nichts riskieren. Oder wenn irgendwann meine Rüstung zuerst kaputt geht, dann ist es komplett vorbei. Aber okay, wir haben alles. Da würde ich sagen, nicht lang fackeln, direkt weiter. Und dann geht's los, Junge. Dann geht's los, Junge. Dann wird rasiert, Alter. Aber Real Talk, Freunde, lasst den Daumen nach oben. Also für die heutige Folge will ich hier einen Daumen nach oben sehen. Ich hoffe halt einfach nur, wir sterben nicht, sonst wäre es echt peinlich. So, Freunde, Himmelsinseln wieder back am Start. Da oben warten alle. So, okay, boah, tut mir voll leid. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Bist du bereit? Junge, haben wir, Digga. Okay, lass direkt losfliegen, oder? Okay, let's go. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. Lass zusammenbleiben, lass zusammenbleiben. Let's go, Leute. Abfahrt. Junge, jetzt fliegen wir einfach 20.000 Blöcke mit allen Leuten. Ist das krass. Einfach ein Marathon, Junge. Einfach einen Marathon. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, den Part skippen wir jetzt und sehen uns dann kurz, bevor wir da sind. Okay, Freunde, wir sollten jeden Moment da sein. Es hat jetzt einfach ewig gedauert, weil wir einfach zwischendrin noch 1000 Mal angehalten haben, weil ich keine Raketen mehr hatte und keine Ahnung was. Aber egal, wir sind jetzt jeden Moment da. Die Jungs sind noch am Start, okay. Da vorne ist es, da vorne ist es. Okay, lass aufteilen von allen Seiten, falls da jemand ist. Aber ich sehe keinen. Okay, sieht clean aus. Okay, ich glaube, die Luft ist rein, hier ist niemand. Ja, ja, ja. Okay, ist immer noch Zeug. Warte, warte, warte. Das ist ein Himmelsportal. Ja. Junge, du dachtest, wir verarschen dich, oder was? Ich dachte, jetzt wird hier TNT gesprengt. Guck mal, nee. Sieht das aus wie ein Netherportal? Guck mal, mit Cloister und das Wasser drin, hä? Nee, das sieht auf gar keinen Fall so aus. Das sieht richtig krass aus. Ja, okay, weißt du, warte mal. Ja, was denn? Vielleicht ist auf der anderen Seite direkt eine Falle platziert oder vielleicht sind irgendwelche Leute. Sue geht vor. Ich hab gesagt, dass ich gerne als Stockvogel reingehe. Jungs. Oha. Nein, warte. Lass mal kurz besprechen. Wenn du reingehst und da ist wirklich irgendeine Falle, was machen wir dann? Sollen wir Sue befreien? Fliegen wir erstmal rum. Ja, wir müssen ihn befreien, aber. Wenn, ich werde direkt reingehen und wenn ich innerhalb von ein paar Sekunden nicht zurückkomme, kommt sofort rein, weil dann wisst ihr, dass ich dort attackiert werde. Okay. Und ich glaube, es ist ehrlich. Zuerst mit Tode im Rhein, da kann ja eh nichts passieren und dann auf genau, ich hab, wechseln. Genau, auch wenn die mich zu 5 oder zu 10, wie auch immer, wenn die mich töten sollten, ist mein Totem am Start. Und in dem Moment, wo mein Totem sich aktivieren sollte, müsst ihr reinkommen. Okay. Okay, geh einfach rein. Oder so. Wir zählen bis 5. Wir zählen bis 5. Ich hau mir Schnelligkeit schon mal rein. Sobald ich drinne bin. Bro, it's you, ich küsse dein Herz. Danke schon mal. Okay, ich baue direkt mit Obsidian. Ja, nur Schnelligkeit. 1, 2, 3, 4, 5. Komm, lass rein. Okay, rein. Warte, ich werfe uns alle einmal hier. Schärfe. Ja, ja, ja. Da ist jemand, da ist direkt einer. Er hat keine Elytra dran. Klatsch. Er war One Hit! Junge, er war so schlecht, er hat gar nicht mit. Ich dachte, dieses Schaf ist der Gegner. Ich hab ihn gut lang gemacht, der wollte abbauen, der hat eine Enderperle benutzt gehabt. Aber chill, die können hier überall sein. Okay, Jungs. Lass zum Portal, lass erst zum Portal, ich muss zubauen. Deine Leute zu kontaktieren, bau das schnell zu. Warte. Drop mir die Hälfte, dann helfe ich dir. Was sind das für Schweine, Leute? Ich war hier noch nie. Ich weiß es auch nicht. Warte, mach nicht. Denk dran, wir müssen noch rein am Ende. Bau nur die Seite zu, dass die von außen denken. Okay, dann bauen wir nur diese Seite. Ey, ich hab so Paranoia, dass hier Leute sind. Ich guck gerade erstmal um uns rum, ob hier irgendwer noch guckt. Das reicht ja nur, wenn uns einer sieht. Ja, so doll brauchst du gar nicht zubauen hier. Mach direkt hier. Reicht. Ja, das reicht schon. Gut, Jungs. Mission 1 schon mal gut absolviert. Aber ich hab ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Aber Bro, der hat jetzt nicht so einen krassen Eindruck gemacht. Das wäre heftig, was draußen. Ja, der ist halt abgehauen. Aber ey, wichtig. Probiert wirklich nicht zu sterben, also bei spätestens 6 Herzen direkt Goldapfel und so rein. Weil wenn wir hier sterben und die Rüstung, safe weg, wir werden die nie wieder sehen. Die Rüstung wird weg sein, aber für alle Fälle werde ich mal hier ein Bett platzieren, Jungs. Oh mein Gott. Bro, du bist einfach ein Macher. Schlau. Übelst schlau. Und jetzt werden wir schön das Bett verdecken. Schuhe. Ey, Himmelsflügel, die haben auch Flügel, die heißen Himmelsflügel. Ja, egal, ich behalte die.
Ich behalte die. Ja, ich glaube, wir haben zwar eben noch. Kann man nur so ehrenlos sein, dass sie einfach euch komplett kopieren und denken, dass sie die Originalen sind? Das ist so schlecht, wirklich. Das ist so schlecht. Und die haben ja nicht mal probiert, mit uns zu reden oder so. Aber okay. Ja, also. Das sind Sachen, die wir später klären müssen. Jetzt müssen wir erstmal klären, dass wir die weghauen. Wie machen wir das Ganze? Also, ich würde sagen, so wie eben besprochen. Ich habe so gerade Paranoia, dass die irgendwo um uns rum sind, ne? Na, wir kriegen das schon hin. Wir sind stark zu viert. Ja, okay. Also, einfach wie besprochen. Sue fliegt los. Erstmal wichtig, nicht jetzt hier geradeaus losfliegen. Banks, guck mal für dich hier, wo ich hingucke, geradeaus. Genau da ist direkt die Burg. Das sind nur ein paar Blöcke. Aber nicht weit, ne? Nee, wir fliegen aber hier hinten runter und dann unter der Insel, wo wir sind. So richtig unterm Radar fliegen wir rüber, sonst sehen die uns direkt. Und ich würde sagen, wir lassen Sue wieder, so 20 Sekunden Vorsprung. Sue kann hier geradeaus so fliegen und wir fliegen schon mal hier unten. Ja, fliegt dann unten. Ich werde dann absichtlich die Leute auf mich lenken, sodass ich die dann komplett von dieser Burg, von dieser Festung weglocke, okay? Ja, machen wir. Die haben hier noch Raketen, falls ihr noch braucht. Mach dich bereit? Sio, warte hier, nochmal ein Totem. Danke, ich hab genug Totems gerade zu mir. Banks, du hast mir eben eine Laterne getroffen, was will ich damit? So. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Okay, ja. Ihr werdet unten lang fliegen, ich werde straight vorne lang fliegen, ja? Ja, lass zwei Sekunden warten. Sio, fang an. Und dann kommen wir nach. Jetzt los. Lock die ab, flieg weit weg. Okay, let's go. Okay, komm. Hier können wir schon mal runter. Aber ganz tief. Aber nicht zu tief, sonst sind wir wieder in der normalen Welt unten. Ja. Okay, da oben. Ja, wir wissen halt nicht mal, wie viele da sind, ne? Oh, Feuer. Komm. Okay, Jungs. Zieht Harnisch an, Harnisch. Okay, rein da, oder? Wie viele sind's denn? Lass grad gucken. Banks? Okay. Ah ja, und Schild, und wichtig. Ja, ich hab hier Geschwindigkeit. Mach Schild, warte. Dann bin ich nicht tot. Bro, wo sind die denn? Ich sehe nur einen. Da oben, Bruder, wie viele sind das? Alle sind übel viele. Junge, wie viele sind das? Was denn, ich sehe gerade nur drei. Soll ich die locken? Vier, da ist noch einer. Egal, wir müssen... Die kommen. Ja, lass einfach rein. Nee, egal, jetzt, wir klatschen die. Das sind aber locker 6-7 Leute. Hab einen gehittet. Ich hab ja auch einen. Ich hab mich gehittet. Let's go! Das kaum auseinanderhalten, ne? Die haben euch so. Ja, das ist so schlecht. Ey, jetzt kommen alle. Ist schlimm. Bro. Abhauen könnt ihr, hä? Aber die kämpfen mit Elite gerade. Ja, ich hab den Headset gesehen. Er ist verbrannt! Ich hab einen. Sehr gut. Ja, was gut, los? Leute, was los? Hä? Was los? Auch, oder? Ja, weg! Ja. Nix da hinter uns! Zeug, Alter, ist ja komplett. Ey, hier bei mir! Hallo! Hallo! Himmelskrieger! Was ist los, Himmelskrieger? Hä? Was los? Ja. Oh mein Gott, Bro, wie viele waren das jetzt? Von oben schießen die! Da! Sollen wir hochfliegen? Ja. Komm, lass die jagen! Ich hab eine Enderperle! Ich werde in die Enderperle hochgehen! Da können wir abhauen! Junge, ihr seid so schlecht, jetzt hauen die auch noch ab wie so kleine. Hier ist einer. Na? Hallo? Kannst du auch reden oder was? Ja, da würde ich auch meine Rüstung ausziehen. Trotzdem wird es jetzt gekillt. Oh, let's go! Hier war gerade einer, der hat seine Rüstung ausgezogen und hatte Angst. Ja! Digga! Oh, morgen, Jungs! Hier! Tschüss! Junge, wie viele sind das denn? Moin! Hallo? Sehr gut! Los, ergreif ihn! Klatsch ihn! Hier ist einer, der hat so eine Rüstung an! Oh, wir sind wohl noch ein paar mehr, hä? Als zwei. Ihr habt natürlich den falschen YouTuber angelegt! Ja, die haben auch Goldäpfel. Ach, Digga, nix down mit euch. Du bist down. Bro, wie viel schlumpft der denn? Was hat der für Rüstung? Ich hab gesagt, der ist stärker als die anderen zwei gewesen. Bam, Junge! Abfahrt! Weg mit ihm! Okay, ganz kurz, ey, wenn wir oben sind, ich weiß nicht, ob noch mehr da sind. Amir, hol den T raus. Hast du dabei? Ich hol mir erstmal ein bisschen Gold hier unterwegs. Ja, hol den mir. Ey, Vorsicht! Da ist noch einer! Wo?
Bro, er... Was ist los, Himmelskrieger, ja, hä? Junge, let's go, Digga! Hä, was ist das denn für... Ja, Bro, jetzt... Ich geh nach unten, ich platziere drinnen. Warte, was, wenn drinnen noch andere sind? Lass erstmal hier oben einfach springen. Nicht, dass sie uns eine Falle oder so machen. Da fliegt einer rum, da fliegt einer rum. Ich werde so lange noch... Ja, da fliegt noch einer, da fliegt noch einer. Lass den erstmal holen, lass den erstmal wegholen. Ey, das Problem ist, die können halt respawnen irgendwo. Ich geh das Bett suchen, ich geh das Bett suchen. Ah! Wen haben wir denn da? Oh, nicht schon wieder hier! Oh! Himmelsdiener, sagst du? Himmelsdiener, wir haben gerade 8 von deinen Leuten außer Gefecht gesetzt. Nee, warte mal, andere Frage. Andere Frage, wo sind denn deine Himmelskrieger? Also, ich sehe sie gerade nicht, siehst du die? Also, ich bin euch ehrlich, wie seid ihr überhaupt reingekommen, hä? Indem wir alle besiegt haben. Alle wirklich haben. Ja, ich verstehe. Aber wisst ihr was? Hä? Ja. Weißt du, du erzählst jetzt den Knast. Der zieht ab, ey. Bro, wie schlecht, der haut ab. Lass ihn jagen. Ey, wir müssen den bekommen. Ey, bleib doch stehen, hallo. Wie er Angst hat, Junge. Wie er Angst hat. Ja. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich will halt nicht zu weit ins Ender reinfliegen. Er fliegt safe zu irgendeinem anderen Ort noch, wo die ihre Base haben. Irgendwo müssen ja alle respawnen. Na, hast du Angst oder was? Hallo, König? Was ist denn da los, hä? Du Rentner. Denkst du auch, kannst abhauen? Ich kann dir mal zeigen, wie ein guter Himmelskrieger fliegt. Ich hab ihn verloren. Hä? Bro, ich sag gerade noch, ich zeig dir, wie ein guter Himmelskrieger fliegt. Bro, er ist weg. Bro, es kann nicht sein, dass er jetzt entkommt. Ja, GG, ich finde den Weg nicht mehr zurück. Ey, oh mein Gott. Junge, wie schlecht. Er haut einfach ab. Ah, hier, okay, wir waren nah dran. Aber egal. Yo, was geht, hallo? Ich bin's. Was? Banks und Army platzieren TNT und wir zwei suchen den anderen Typen. Nee, Bro, der ist abgehauen. Ich finde ihn nicht mehr. Okay, ich suche ihn dann alleine. Da bist du. Ja, such. Ey, drop mal TNT noch bitte. Bro, ey, keine Ahnung, wie der gerade entkommen ist, ne? Ey, wirklich, lass hier alles wegspringen, Armin. Lass dich übertreiben. Ich weiß, dass ich gerade am Baum bin. Allein dieser König, Junge, wie der einfach abhaut. Lässt sein ganzes Volk hier im Stich. Er hat gemerkt, dass er keine Chance hat. Himmelsdiener, Junge. Ab heute sind das die Himmelsdiener. Boah, Bro, das wird gut. Ey, Real Talk, in der letzten Folge, alle haben mir drunter kommentiert, das war viel zu wenig. Ja, und soll ich dir was sagen? Die hatten recht. Ja, das stimmt auch. Wir waren halt nicht zu zweit. Ja, ich glaube, hier ist schon genug, Bro. Hier wird eh alles in die Luft jagen. Ja. Okay, hier unten. Ich gehe in diese Zwischenebene. Bauen wir die Brücke auch mal aus TNT, Freunde. Auf ganz easy. Easy, Junge. Kann ja auch alles in die Luft gehen. So. Dann würde ich sagen, bauen wir hier komplett eine Linie einmal rüber. Bro, alleine das wird schon so viel wegspringen. Let's go, Junge! Ey, ist eigentlich so schade. Bro, die ganzen Goldblöcke, ne? Dafür müssen. Digga, die haben wir genug. Ja, trotzdem, aber es ist übel viel Gold. Ja, da kannst du auch 3 Stacks abbauen. Ich brauch nochmal neues TNT. Aber da haben noch welche überlebt, ne? Ja, da haben wir auf jeden Fall noch welche überlebt. 2, ja. Ja, gut, ey, aber Bro, ganz ehrlich, die müssen irgendwo ja auch wieder aufstehen. Also irgendwo haben die ihr Bett. Ich wette, die haben noch eine Base. Und ich wette, dass dieser König da auch hingeflogen ist. Safe. Ey, diese Base hab ich gesehen, die übel. Los, wehe, du machst irgendwelche falschen Bewegungen. Du kommst jetzt sowas von mit. Ja. Oh. Sue? Oh. Eine falsche Bewegung und ich greif dich an. Hier drüben, Jungs. Wo bist du? Ich hab jemanden als Geisel festgehalten. Ja, der ist eben runtergesprungen. Das war der bei mir war. Verdammte Scheiße. Ist. Wo ist der König? Ich weiß es nicht. Der selbsternannte König, der Fake-Himmelskrieger. Wo ist er? Ey, habt ihr noch eine Festung oder habt ihr noch eine Burg? Wir haben keine, ja, das war unsere einzige Burg. Unser einziges Zurückkommen. Lüg nicht, ihr müsst nicht. Ja, Bro, nicht. Wenn man euch tötet hat, müsst ihr irgendwo euer Bett haben. Wo ist euer Dorf? Das ist unser Bett. Unten drin, nicht. Das habt ihr zersprengt beim letzten Mal. Oh. Ich glaube, er erzählt die Wahrheit. Bro. Bitte tut mir nichts. Als ob jetzt alle von denen zufällig woanders gespawnt sind, nie im Leben. Wirklich, ein Ehrenwort. Okay. Wir behalten ihn trotzdem als Geisel, Sue. Okay, warte kurz. Ich pass auf ihn auf. Ey, das ist so dein, wir werden angegriffen, Bro! Ich hab nichts gemacht, ich bleibe hier, ich mache nichts. Ja, okay, klar.
Ihr habt keine Base und da kommt ein voll bewaffneter Typ von euch. Haben wir nicht, haben wir nicht. Ja, ist klar. Der hat überlebt. Ja. Wir sind die Himmelskrieger. Wir haben ja, mehr gar nichts. Ihr seid Loser, seid ihr. Hey, der ist so schlecht, der überlebt aber auch jedes Mal. Bro, wo kommen die jetzt her? Ihr seid so schlecht. Ich hab noch einen. Nice. Junge. Hinter dir. Hä? 2-3, Crits. Weg, Digga, easy. Spielen, Alter. Alter, ich bin zweimal fast gestorben. Ne? Ja, ich habe mir auch schon ein paar Mal Goldäpfel reingehauen. Aber müssen die ja nicht wissen. Ich glaube, Armin braucht Hilfe, ich komme gleich. Ist er am Fighten? Ja, warte. Richtig. Ist Armin da? Ja, Armin hat's geschafft. Boah, sehr gut. Strong. Okay, nice. Ja, ey, platziert überall TNT, alles, was ihr seht. Bro, es ist so schlecht. Ist es noch einer? Bei mir? Bro, oh mein Gott, die haben mich fast down. Ich muss ihn essen. Hit. Er baut alles ab. Und? Bam! Ey, Bro, ich war auf einem halben Herz gerade. Oh mein Gott, Lukas. Oh mein... Junge, wie viele sind das und wo kommen die alle her? Irgendwo muss ein Bett von dem... Digga, die haben Safe Call hier noch. Kannst du noch mal rumfliegen und gucken? Hinter dir. Okay, ich Bro, wollen die mich. Okay, ey, bleib. Ey, du bist tot, wenn du nicht aufhörst. Hallo? Bleib hier, hör auf oder du bist tot. Letzte Verwarnung. Rede mit uns. Drop alle deine Items. Hallo? Ja. Drop deine Sachen. Bro, Digga, ihr seid so schlecht, wirklich. Du machst gar nichts. Wenn du irgendwas machst, bist du tot. Ich mach nichts. Junge. Du kommst sowas von mir. Die sind auch so schlecht, die kämpfen mit Elite-Reihen. Ja, okay, easy. Also. Ey, wo ist eure Base? Lass deine Sachen aus. Zieh sie aus. Komplett alles ausziehen. Haben wir uns verstanden? Ich hab nichts an. Wo ist eure Base? Da ist doch das Königreich. Wo ist eure Base? Wo spawnen die Leute? Bau, da oben fliegen noch mehr rum. Wo spawnen die Leute? Ihr müsst irgendwo euer Bett haben. Wie, du weißt es nicht? Du musst doch wissen, wo du dein Junge, lüg nicht! Hör auf, uns anzulügen! Ja, hier, hey, in der Nähe. Treffen weiter Leute an! Ich hab ja, ey, aber wir müssen wissen, wo die spawnen, sonst bringt das nichts. Rede jetzt! Da, oh, da oben hier draußen irgendwo, hier draußen irgendwo! Wie irgendwo? Du bist doch selber da gespawnt! Hast du noch eine Elytra? Nein, Jungs, da! Ja, ich hab noch eine! Oh, das Bro, wie viele kommen denn da? Bro, es kann nicht sein! Es kann nicht sein! Warum kommt ihr die ganze Zeit zu YouTube? Du hast doch deinen Kollegen schon längst verraten! Welche Sachen von uns hochjagen? Was sollte das bei der Himmelskrieger-Base? Denkt ihr nicht, dass wir das nicht mitbekommen haben? Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Ey, wer hat bei uns gesprengt? Wer hat bei uns gesprengt von euch? Ey, ist einer! Ach, Digga, ey, wirklich. Die respawnen die ganze Zeit. Es ist so schlecht, wir müssen das Bett finden. Die müssen ja unendlich Ausrüstung haben. Die haben ja immer wieder Ausrüstung. Bro, guck dir das an! Vielleicht haben wir Glück und können mit der Zersprengung hier auch das Bett von denen kaputt machen. Ja, das wollte ich auch sagen. Lass uns mal reingehen und drin auch noch was passieren und dann sprengen. Ey, guck mal bitte, ob die drin im Keller oder so ein Bett haben. Irgendwo muss es sein. Ja, ey, sollen wir den Teil schon mal sprengen? Das warten alle zusammen. Ihr kriegt uns hinter uns schon wieder, Junge. Ihr seid einfach schlecht, seid ihr. Guck mal, ihr schafft es nicht mal, einen von uns zu killen. Okay, Leute, du schaffst das nicht mal rein. Oh mein Gott. Bro, es ist echt so knapp teilweise. Bro, zwei Leute. Er kassiert jeden. Bro. Oh mein Gott, Junge. Ey, es ist so schlecht, Digga. Die regen mich so auf. Guckt es euch an. Wie oft wollen die denn bitte nochmal wiederkommen? Bro, wie viele sind das denn? Okay, Freunde, ich sage euch ehrlich, ich bleibe jetzt hier oben und platziere weiter TNT, damit wir gleich absichern können. Junge, es ist wirklich so schlecht. Es ist so schlecht. Ich wette, die wussten ganz... A, die wussten ganz genau, dass wir kommen. Und B, wussten die auch genau, wie die es machen können, damit die wieder respawnen. Okay. Ich platziere einfach überall noch TNT. Wo ich irgendwie kann. Weil solange die da unten fighten, sehen die mich nicht. Ich hoffe wirklich nur, es geht keiner down. Aber wenn ich hier nicht weitermache, dann dauert das. Ich glaube, das wird eh unendlich lange dauern. Gut, irgendwann müssen die ja keine Rüstung mehr haben. Ey, yo, was geht? Hörst du mich?
Ey, es macht keinen Sinn. Platziert so schnell noch so viel TNT, wie es geht, und dann hauen wir wieder ab. Die kommen die ganze Zeit wieder. Es macht gar keinen Sinn. Ich hatte 3 oder 4 Mal, ohne Witz, ein halbes Herz. Ich dachte, jetzt vorbei. Ja, ich habe Schild gehabt zum Blocken, aber dann wäre vorbei gewesen. Boah, drinnen auch schon alles voll. Geil. Okay, unten machen wir auch noch alles voll bei den ganzen Badrock-Sachen. Warte, warte, bisschen geht noch. Moment. Hey, ich muss noch. Klein bisschen geht noch, Junge. Hä? Hä? Wo fliege ich hoch? Das ist ein nach oben fliegen Ding. Keine Ahnung. Hey, was ist das denn? Okay. Ja, okay, komm, das reicht, oder? Ja, ja. Wo ist Yu? Ja. Hä? Jungs, hallo? Ich weiß, wo deren Lager ist. Komm, schnell. Wo? Go, go, go. Ich habe eine Rakete. Boah, ich habe noch mehr. Hier an der Seite. Ich habe schon einige Sachen kaputt gemacht. Hier drüben sind die restlichen. Bro, es war so klar. Ich kaputt gemacht. Hier, guck ja, mal. Ja. Da sind so viele Leute. Nicht aufgenommen. Schnell Totem rein. Bro, what the f... Wie schlecht! Okay, und rein da. Warte, ja, warte, mal andere Seite. Ich nehme ein paar Sachen da rein. Oh, hier ist gezündet. Oh, weg. Nice. Kisten down. Der Typ ist auch tot. Ja, hier sind Goldäpfel und alles. Ja, die fahren jetzt nicht so einfach. Viele Items drin, Jungs. Boah, Goldäpfel. Nimm mit. Hier ist noch einer. Ihr Loser, Alter. Ach, komm mal hier, der Kleine. Ihr Loser. Vorsicht, weg. Weg! Sprengung! Sprengt alles, sprengt! Ich lasse ja auch noch sprengen. Oh mein Gott. Bro, alles von den Sprengen. Aber nicht so viel, das kann ich nicht sein. Ja. Okay. Weg, ich zünde. Weg. Baby! Da oben fliegt noch einer. Komm her, du Loser. Oh mein Gott. Du bleibst stehen. Ja, egal, komm. Ey, lass die Burg sprengen. Lass einfach die Burg sprengen. Lass die Burg weghauen. Jetzt haben die eh nichts mehr. Wir sprengen jetzt die Burg. Okay, seid ihr bereit? Ey, komm, auf 3 macht jeder einen Schuss, okay? Bro, es wird alles in die Luft fliegen. 2, 3, 2, 3. Bam! Boah, oh mein Gott! Bro! Alter! Was jetzt, Junge? Was jetzt? Alter Schwede! Bro! Die ganze Burg ist weg! Das war krass! Oh mein Gott, damit Alter. Haben wir diese Fake-Gewinnskrieger besiegt! Wo ist dieser König? Bro. Ja, geil. Der hat sein Volk im Stich gelassen, das war irgendwie so ein Loser. Der war nur stark mit vielen Leuten. Oh mein Gott. Guck mal, hier war doch die alte Nachricht von uns. Habt ihr davon? Ja. Die können wir da lassen. Ey, ich muss mal ein dickes Danke an Banks und an Siri raus. Ey, ohne Witz. Vielen Dank. Für meine Brüder bin ich doch immer da. Ich küsse euer Herz, wirklich vielen Dank. Alleine hätten wir safe nicht geschafft. Nee, aber ich sag dir ehrlich, Digga, ich will jetzt einfach nur wieder zurück. Ja, ich muss auch. Bro, ich muss, lass mal schnell gucken, ob alles in Ordnung ist mit dem Portal. Ey, Portal! Ja, lass mich schnell zurück. Zurück. Ey, ich war so oft wirklich, echt, ich war down. Also ein Herz, ich wäre weg gewesen. Warte. Ja, ist auch da. Alle durch. Okay, lass schnell raus. Warte, ich mach Bett weg. Okay, geht's. Ich wette, das ist jetzt noch einer. Jungs, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn wir wirklich mehr meinen Frieden haben. Ja, müssen wir machen. Okay. 3, 2, 1. Der ist schon. Hier auf Seite. Warte, ich will noch kurz gucken. Boah, es ist alles so heftig. Damit. Ciao. Bro. Damit ist das Kapitel wohl zu Ende geschrieben. Ey, Digga, wir haben es geschafft, ne? Wir haben es geschafft. Wir haben die einfach besiegt. Jungs, check dir gerade was. Und es war so knapp, ich hätte fast verloren. Ey, wir haben hier, wie waren das denn? Waren das 50 Leute oder so? Keine Ahnung. Ja, die sind halt die ganze Zeit respawned, aber das waren safe 15 oder so. Wie viel Rüstung auch die gesammelt haben und alles. Also sag mal ehrlich, wieso wollten die überhaupt bei uns Stress machen? Warum kamen die überhaupt zu YouTuber? Ja, weil sie ja meinten, sie sind Himmelskrieger und wir hätten die gefaked. Bro, wir wussten nicht mal, dass die überhaupt gibt. Was für Faken. Oh Mann, ey. Das war so schlecht. Aber Jungs, ich bin froh, dass wir alle 4 noch mit dem Show gekommen sind. Ja, Mann. Ja, safe. Was weißt du nur eins? Wir haben gewonnen.
Wir haben sowas dran gewonnen, Mann. Let's go. Ich glaube, heute haben wir das Richtige geschrieben. Aber Jungs, ich flieg zurück, Digga. Ich bin platt. Ja, ich muss jetzt auch. Ich glaube, ich hau nicht ins Bett erstmal. Ja, easy. Ja. Ey, Jungs, wirklich, ey. Kuss. Vielen, vielen Dank. So, macht gut, meine Besten. Ich sag mal so, Diamanten, der Flug wird lange jetzt dauern, aber... 3-6 Diamanten. Ich muss los, das macht eine Weile. Oh, warte mal, ich muss auch kurz los. Ciao. Digga, was sind 3-6, Junge? Oh mein Gott, okay, ich flieg nach unten, falls die jetzt wirklich 3-6 wollen. Ey, Freunde, wir haben es einfach geschafft. Die Himmelskrieger sind besiegt. Und das Kapitel ist durch. Bro, den ganzen Stress, den wir hatten, Haus kaputt machen, dies und das, Sprengung hier, Sprengung da. Wir haben es einfach beendet und das Portal zugemacht. Ich weiß natürlich nicht, ob die noch andere Portale hatten, aber ich glaube mal eher nicht. Ich sage euch ehrlich, Freunde, komm, ich flieg auch morgen zurück. Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr. Wir haben es geschafft. Das war's für die heutige Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank geht raus an Banks, an Amir, an Sue für die ganze Hilfe. Und ja, Freunde, ich habe mir ein Like verdient, Junge. Lasst jetzt ein Like da. Ich werde 10-mal fast down gegangen, Junge. Deswegen scheppert ein Like raus. Wir sehen uns morgen. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.